Hallo Ali, willkommen beim Lenkbach-Vlog. Schön, dass du auch am Samstag dabei bist. Ich bin gerade in Atzelsdorf. Das ist neben Michelhausen. Ja, das ist neben Dürnrohr. Das ist vielleicht mehr Begriff. Und wenn dir das kein Begriff ist, das ist in Niederösterreich so nicht ganz in der Mitte. Neben der Donau. Ein Stück. Ich habe gerade wieder eine Meisterleistung gemacht, denn ich habe meinen Sohn zum Schachturnier gebracht und wir sind ja vorsorglich sehr früh weggefahren, gell? Und wir haben vorsorglich, ja, ich habe ja Windows Phone, keinen Zugriff mehr auf meinen Kalender. Tja, so schaut's aus. Microsoft stellt die Dienste ja zunehmend ein und wir haben es nicht gefunden. Ja. Und dann ist das so ein Riesengasthaus. Ja. Wir packen uns ein, sind aber keine Leute da, fragen wir nur auf, wir wissen nichts vom Schachturnier. Egal, wir haben dann das Richtige gefunden, nachdem ich per Teamviewer auf meinen Rechner zu Hause zugegriffen habe, um in den Kalender zu schauen, wie das Gasthaus heißt. Der hat mir das dann per Facebook mitgeteilt, dass es in der Lichtensteingasse 2 ist und dann sind wir doch noch hingekommen. Ich möchte hier festhalten, dass in Atzelsdorf eine 500-Seelen-Gemeinde, schätze ich jetzt mal so an den Häusern, zwei riesige Gasthäuser inklusive Fremdenzimmer sind. Da kann sich wohl Neulenkbach was abschauen. Ja, das ist aber gar nicht das Thema, worüber ich mit euch reden will. Ich will nämlich euch mit euch über das Thema Kinder reden und welche wunderbaren Erlebnisse man mit seinem Nachwuchs hat. Ich hole ein bisschen aus, es ist ein bisschen gefährlich. Ihr wisst, ich habe im Leben von 4 Kindern intensiv mitgewirkt, beziehungsweise tue ich noch. Und da haben wir wirklich so eine 50-50 Spaltung, wie der Alltag so ist. Ja. Und jetzt aktuell ist das Leben ein Genuss, ja? Also ich sag mal, wir haben so gut wie keine Reibereien im Haus mit den Kindern. Die Erwachsenen auch verhältnismäßig wenig. Wieso haben wir eigentlich so wenig? Meine Frau war länger nicht arbeiten. Da sind die Diskussionen gleich wesentlich weniger geworden. Sollte ich hier mal rückmelden? Ja, zurück zum Thema. Wir haben eigentlich keine Reibereien im Moment. Und wir hatten vor 5 Jahren so richtige Herausforderungen in der Familie. Die haben sich jetzt alle in Luft aufgelöst, irgendwie so. Tja, warum nicht? Soll nicht mein Schaden sein, kann ich nur sagen. Unglaublich, was Niederösterreich da aufführt. Wahnsinn. Gut. Ja, es ist doch die Einser, oder? Nein, es ist nicht die Einser. Es ist nicht die Einser Bundesstraße. Jedenfalls wollte ich euch erzählen über die Schlafgewohnheiten von Kindern. Da gibt es nämlich solche und solche. Es gibt einerseits die Kinder, und das hört man ja auch immer wieder von vielen Familien, Eltern und Vätern und Müttern, wo es echt schwierig ist, die Geschroppen ins Bett zu bringen. Ich habe da auch sehr intensive Erfahrungen in dem Bereich, sage ich jetzt mal, so richtig harte. Wie gesagt, 50-50 ist bei uns die Quote bei den Kindern. Und da gab es welche, oder es gab die Situationen, wo du ein wirklich müdes Kind, so wirklich müde, da gibt es ja bei jedem Kind so eindeutige Zeichen, woran es müde wird, woran man erkennt, dass es müde ist und fertig ist. Ich habe schon mal erwähnt, jedes unserer Kinder hat ganz andere Dinge gezeigt, wenn es müde ist. Das ist bis heute so. Und da gibt es dann die Kinder, die bringst du ins Bett, wenn sie fertig sind, die randalieren im Bett. Dann gibt es die Kinder, die stehen immer wieder auf und kommen raus. Und es gibt die Kinder, die ein Schreikrampftheater machen. Und da gibt es ganz verschiedene psychologische Ansätze, wie man damit umgeht. Und glaub mir, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und nicht nur ich habe mich damit beschäftigt, nein, ich habe auch
professionelle Leute damit beschäftigt, Familienberaterinnen, Fachbücher und. Also wir haben uns wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wenn, meistens liegt es ja am Erwachsenen. Also wenn das Kind nicht schlafen will, dann liegt es am Erwachsenen oder an der Geschichte. Dann wisst ihr Bescheid. Und das ist natürlich immer so. Und wenn wir uns jetzt kurz aussteigen, denn da habe ich was gefunden, was ich unbedingt für einen Shorty-Tipp filmen muss. Und dann erzähle ich euch, was ich euch eigentlich sagen will. Ja, nach 5 Minuten 17, warum nicht? Doch in den Hof. Ja, da waren wir also beim Thema. Und derzeit ist es so, dass ich wirklich ein genussvolles Leben habe. Das heißt, wir haben so unser Ritual, es wird irgendwas Familiäres gemacht, es wird jemand aufs Klo geschickt, dann werden die Zähne geputzt, je nach Alter halt selbst oder durch einen Erwachsenen. Dann kommt die Gute-Nacht-Geschichte und dann bringt man den Betroffenen oder die Betroffene ins Bett. Wir machen inzwischen auch noch nach der Geschichte so Turnübungen. Das hat sich jetzt eingebürgert. Wir kreiseln. Da können wir mal drüber reden. Ihr habt das mal gesehen beim Blattknacker, wisst ihr noch nicht mal. Ja, jedenfalls ist es so, dass in der Regel das Abendritual dann so ist, dass ich gerade den Vlog schneide. Ja? Ich arbeite jetzt schwerpunktmäßig mit Kopfhörern, so um die anderen weniger zu stören und vor allem auch wenn die anderen gerade einen Film schauen, mit dem zweiten Audio-Stream dann den Vlog-Schnitt höre sozusagen. Aktuell schneide ich auch Schmeckt's oder Vegan, das heißt nein, ich schnitt, denn das ist schon fertig. So, jedenfalls sitze ich dann da rum, das Kind ist dann am WC und ruft, ich bin soweit, ich habe ausgespült und dann gehe ich ins Bad. Und jetzt ist es natürlich immer wieder so, dass ich gerade dabei bin, den letzten Schnitt zu machen. Und dann dauert das halt 30, 40, 50, 60 Sekunden, bis ich dann wirklich aufstehe nach dem Schrei. Hat sich eingebürgert, dass der Junge schon rauskommt und sagt, Papa, ich warte. So. Jedenfalls ganz lustig. Und meine Frau ist ja gerade nicht zugegen, die ist in Salzburg. Habe ich gestern also auch dieses Ritual durchgeführt und dann habe ich noch mit dem Älteren eine Runde MacGyver, haben wir MacGyver geschaut? Ja, mit dem Kleinen haben wir Batman geschaut. Batman, ja, die Serie, ja, die Originalserie aus den 70ern. Hartes Material, sage ich euch, solltet ihr euch anschauen. Er hat sich abgepackt jedenfalls. Mit den Älteren haben wir dann MacGyver eine Folge geschaut, also ich mehr geschnitten als geschaut. Dann ist halt der Ältere auch irgendwann ins Bett gewandert. Und dann sitze ich so gegen 10 da und schneide noch Schmeckt's oder ist das vegan? Und habe die Kopfhörer auf. Die sind, die kann man umschalten, ob sie das Umfeld wahrnehmen oder nicht. Das sind so kreativ 10. Ein Riesenklumpert, aber ich verwende es halt jetzt mal. Und ich höre es so rumpeln. Und denkt man, na, da ist einer auf. Und denke halt, dass der Ältere auf ist. Aber weit gefehlt. Ich sitze also da, es rumpelt ein paar Mal, dann höre ich die Badtüre. Und plötzlich wandert der Jüngere aufs Sofa um 9:30 in der Nacht. Ja? Oder war es schon 10? Kann auch sein. Wandert aufs Sofa und ich tue dann den Kopfhörer so zur Seite und er sagt, Papa, ich warte da mal, bis du mir die Zähne putzt. Ist in der Nacht aufgestanden, aufs Klo gegangen, aus unerfindlichen Gründen nicht oben, sondern heruntergekommen aufs Klo und hat dann halt geglaubt, er hat noch nicht Zähne geputzt, was er schon 4 Stunden vorher gemacht hat. Es war auf jeden Fall ein Genuss. Ich habe ihn dann so mit Mühe und Not überzeugt, dass er wieder, dass er schon Zähne geputzt hat und habe ihn dann halt nach oben begleitet. Das war sehr amüsant. Also, das ist das Schöne, wenn man Kinder hat. Man hat so schöne Erlebnisse. Ja, man hat auch nicht so schöne Erlebnisse, ich weiß. Braucht ihr mir jetzt nicht sagen. Am schlimmsten ist es, wenn man ein Kindergram hat. Denn da macht man auf, weil angesagt ist Unwetter. Ja? Also Nachmittag, Regen und so. Darum habe ich heute offen. Und wenn ich da jetzt so schaue, es gibt nicht mal ein Quellwölkchen. Man sieht die Kondensstreifen, da vielleicht fliegen viele Flugzeuge.
die dann so viel Feuchtigkeit, jetzt werde ich gleich überholt, weil da ist ein Audi mit V auf dem Muttergrill. Nein, werde ich nicht überholt. Warum nicht? Und vielleicht machen die so viel Kondenswasser, dass dann deswegen das Regnen beginnt. Das wäre auch ein Konzept. Jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass ich heute alleine bin im Kindergram. Wir werden sehen. Und nachdem ich ja die Hilti gefunden habe, werde ich mir jetzt noch mein Arbeitsgewand anziehen, werde die Hilti holen und Löcher in die Wand machen, und zwar genau zwei Stück, um das Güterweg-Grillenhof-Schild endlich aufzuhängen. Das habe ich ja schon seit ewigen Zeiten vor. Und mit den neuen Hausplänen kann ich den Hof ja wieder voll nutzen. Ich wollte den ja eigentlich teilsperren. Aber mit den neuen Infos ist das überhaupt kein Problem. Und da freue ich mich wahnsinnig, dass ich das so super toll jetzt machen kann. Ich bin von uns überhaupt begeistert. Habt ihr gewusst, dass diese Sandwich-Paneele, die da auf den Supermärkten und so sind, nicht mal die Hälfte von dem kosten, als wenn du eine Dellbolle in die Wand stopfst? Bin ernsthaft am Überlegen, ob das neue Gebäude nicht aus Sandwich-Paneelen bestehen wird. Es hätte zwar dann keine Persönlichkeit, aber dann hast du mit dem Brandschutz kein Problem. Und überhaupt und sowieso. Wäre ja ein interessantes Konzept. Ihr könnt jetzt mal noch verraten, wo wir Brandschutzmauer aufstellen. Ist auch so ein Thema, das noch offen ist. Dort, wo die Tenne ist, wird sie es ja anbieten. Dass man bei der Tenne eine Wand nach oben zieht, da haben wir nämlich unten auch gemauert. Und da könnte man durch. Die Frage ist, ob man sich das antut und den Dachstuhl abschneidet. Das Dachstuhl abschneiden ist ja schon grundsätzlich ein eher strategisch ungeschicktes Ding. Aber man kann das sicher irgendwie machen, dass das geht. Ja, da denke ich drüber nach. Freue mich, dass du dabei bist. Ich zeig dir noch, was ich gestern gegessen habe. Da war ich nämlich bei Brachetti und es war irgendwie witzig. Und ich habe da was bestellt, ich habe noch nicht gemerkt, wie es heißt. Das ist dann als Vorspeise gekommen, was mir nicht gepasst hat, aber das war echt lecker und das hat mich total irritiert, das war so richtig gut, das war ein Erlebnis und deshalb zeige ich euch das jetzt noch. So machen wir das und dann machen wir das Wetter, denn das Wetter ist das Wichtigste. Ja. Gleich nach dem Trinken ist das Wetter das Wichtigste. Ich schaue gleich mal, ob es regnet. Heute für eine Lenkung vielleicht, schauen wir mal. Doch in den Hof. Ich habe schon mal den Tamino-Käse bekommen. Der ist mit Schwammerl und mit Erdbeere. Und der Chef persönlich bringt mir jetzt Besteck dazu. Da. Ja, genau. Das ist ein italienischer Brauch. Es kommt zuerst das Essen und dann das Besteck. Und wo ist der Schnaps? Nein. Der Chef ist dann, hat keinen Clemens mehr für mich, deshalb bringt er mir eine Quattro Formaggi. Die heißt Oreste. Statt Clemens Oreste. Oreste. Also noch mehr noch. Und da haben wir noch eine Diavolo. Michi? Ja, und das essen wir. Möchtest du dazu sagen, das, was ich zuerst gegessen habe, das war verdammt gut. Also, das war richtig gut. Da kommt die Pizza sicher nicht mit. Doch in den Hof. Das Wetter für den 15.06.2024. Bis über Mittag zeigt sich die Sonne bei anfangs noch lebhaften und bis kräftigen Südern wird es sehr warm. Temperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad oder 28. Hat es um 14 Grad. Nach und nach dreht der Wind aber auf West und frisch teilweise stark auf. Mit dem Wind kommen dichte Wolken samt ersten gewittrigen Regenschauern. Am Abend und vor allem in der Nacht auf Sonntag werden Schauer und Gewitter häufiger und auch kräftiger. Seht, da steht da Regen. Ich sperre auf. Und es ist nichts. Das ist toll. Ich freue mich in diesem Sinne. Bis morgen. Doch in den Hof.